Ich bin der Stefan Grüneigel und wir sind jetzt in Sürberg. Ich habe als Kind schon eine Grippe gehabt, einen Grippenberg. Und mein, als Junger tut man dann das weg, weil das braucht man ja nicht mehr. Und dann habe ich die Figuren in einer Schachtel zusammen da. Und vor ca. 40 Jahren habe ich die Schachtel einmal wieder gefunden. Und da waren dann meine Kinder schon so groß, dass schon zwischen 5 und 10 Jahre alt waren. Und haben mir gedacht, jetzt kannst du eigentlich eine Grippe bauen. Und dann habe ich angefangen und nicht mehr aufgehört. Gelernt habe ich in der Bäckerei. Und dann war ich als Chauffeur wo. Und dann habe ich mal bei einer Werbefirma gearbeitet, so Plakatwerbung. Und am Schluss habe ich dann Bier gefahren. Und das habe ich jetzt da, bis ich 63 Jahre alt war. Und jetzt bin ich 72. Und alle, weil das Gleiche machen mag ich sowieso nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Dann kommen wir mal wieder in die Ausstellung, dann ist einmal wieder sowas da, schaut man sich was ab. Wir bauen ja alle Tage ein paar Stunden mal wieder. Aber wenn wir durcharbeiten, dann waren es vielleicht 20, 30 Stunden, 40 Stunden vielleicht. Was mir so gefallen wird, sind. Und es sind auch viele Leute da, denen was auch gefallen. Nicht so viel so Schnackselzeug hin, sondern ein bisschen auf der normalen Seite bleiben. Und es hat auch ein bisschen einen Sinn, finde ich. Nicht, dass man gerade irgendwo vor der Glotzen sitzt. Und da tut man halt sowas nach und ist das auch schön.